freue mich jetzt sehr, dass ich mit diesen Zahlen, ich will nicht sagen im Genick, aber im Rücken, Professor Dr. Andreas Breiter vorstellen darf. Ich tue es so, dass ich sage, er ist Professor für angewandte Informatik der Universität Bremen und er ist Leiter der oder des IFIP, des Instituts für Informationsmanagement der, in Bremen. Und was ich interessant finde, Sie haben Ihre Promotion abgeschlossen in angewandter Informatik zum Thema IT-Management in der Schule. Wann war das? 2000. Okay, mal gucken, was seither passiert ist. Seine Forschungsschwerpunkte sind neben vielen anderen Medienkompetenz, Medienintegration, E-Learning, IT-Governance, Informationssysteme, Organisationsentwicklung. Ich könnte jetzt mannigfaltig weitermachen, tue ich nicht. The floor is yours. Zur Frage digitale Bildung und ihr Gelingen. Viel Vergnügen. Ja, meine Damen und Herren, ich bin wahrscheinlich hier, um ein bisschen Wasser in den Wein zu gießen. Die Rolle nehme ich erstmal gerne an. Zukunftsbremse Schulsystem. Sie haben mir quasi die Steilvorlage gegeben. 50% sagen, es gibt Strukturdefizite. Wenn wir jetzt international wären, müssten wir erstmal 20 Minuten erklären, wie das deutsche Schulsystem funktioniert. Denn das versteht außerhalb Deutschlands eigentlich niemand. Mit solchen Besonderheiten wie innere und äußere Schulangelegenheiten und Kooperationsverbot und Konnexitätsprinzip. Das ist selbst in einem föderalen Land wie der Schweiz kaum zu verstehen. Ich möchte Sie durch 5 Lücken führen, die ich glaube entscheidend sind für die Frage, die uns mehr oder weniger alle bewegt. Ich nenne sie immer Lücken der Medienintegration, also wie können Medien sozusagen nachhaltig in Strukturen und Prozesse integriert werden, und das hat immer eine organisatorische Facette, es hat eine technische Facette und es hat natürlich auch immer eine pädagogische Facette. Ich fange an mit der allerersten Lücke, die liegt zwischen Bund und Ländern. Was steht dahinter? Wir haben jetzt alle gehört, dass Infrastrukturkosten und dass Infrastruktur eine große Bedeutung hat. Wir haben schon vor etwa 20 Jahren immer gesagt, für jede Mark, die man in IT steckt, braucht man eine Mark jedes Jahr an Folgekosten. Und insofern ist ein Investitionsprogramm natürlich nur die halbe Miete. Und wir werden sehen, was dabei rauskommt, wenn der Bund sich jetzt hier engagiert. Wir haben das Phänomen des Kooperationsverbots. Und vielleicht kommen wir irgendwann zu einer Bund-Länder-Vereinbarung. Da gibt es zumindest gewisse Hoffnung. Aber wie bei der Exzellenzstrategie, also der Förderung der Universitäten, ist die Frage, wie kann das dauerhaft platziert werden. Bei der Exzellenzstrategie hat es auch fast 10 Jahre gedauert, bis dann Bund und Länder sich geeinigt haben, dass es dauerhaft eine Förderung gibt. Zum Zweiten die Frage, wie kann es in nationale Bildungsstandards, auch das war ja ein Wunsch, eingebettet werden. Wenn Sie heute die nationalen Bildungsstandards in den Hauptfächern angucken, spielen Medien entweder gar keine Rolle oder halt eine Rolle, die sie ihnen einfach zuordnen. Das heißt, bislang gibt es dazu keinerlei Orientierungsrahmen. Und die KMK-Strategie, die Anfang Dezember jetzt wohl veröffentlicht wird und bekannt gegeben wird von der Präsidentin der KMK und unserer bremischen Bildungssenatorin, soll ja dort Antwort geben. Und das Dritte, auch das haben Sie ja genannt, die Frage, was ist mit der Lehrerbildung? Ich will auch da ein bisschen mit dem Mythos aufräumen, dass die Lehrkräfte nicht ausreichend qualifiziert seien. Es ist die Frage, wofür? Und es geht nicht darum, Sie sind als Lehrkräfte hervorragend qualifiziert und es gibt auch keinen Altersunterschied. Zumindest keine Studie von uns hat zeigen können, dass es einen erheblichen Altersunterschied gibt. Eher die jungen Lehrkräfte haben größere Probleme, mit digitalen Medien zu arbeiten, nicht weil sie sie nicht benutzen können, sondern weil sie nicht wissen, wie sie didaktisch richtig in den Unterricht einbinden können. Das ist aber ein erheblicher Unterschied. Und insofern gibt es jede Menge Pakte in Deutschland. Qualitätsoffensive, Lehrerbildung, wenn Sie da reingucken, nur ganz minimal spielen digitale Medien eine Rolle. Also auch hier strukturelles Defizit könnten wir aber aufheben. Zweite Lücke zwischen Länder und Kommunen. Das traumhafte deutsche Wort des Konnexitätsprinzips. Also, wer bestellt, bezahlt, heißt das in Kurzform. Das heißt, wenn die Länder wollen, dass digitale Medien in den Lehrplänen verankert werden und in den Schulen genutzt werden, müssen Sie dafür zahlen, weil es zusätzliche Aufgaben sind, die die Kommunen nicht mehr tragen können. Insofern haben Sie sozusagen das eine Phänomen, dass sich das gegenseitig blockiert. Es gibt nur ganz wenige Bundesländer, die Landeskonzepte haben, die zwischen Kommune und den Ländern abgestimmt sind. Und auch da gilt diese Devise, jede Mark oder heute Euro, den Sie in die Investition stecken, müssen Sie auch in Folgekosten stecken. Damit werden die Kommunen alleine gelassen. Das wird so sein. Und wenn Sie aus einer Stadt kommen wie Bremen, oder aus einer Stadtgemeinde wie Bremerhaven, dann gibt es andere Prioritäten.
als die Frage, ob WLAN oder Infrastruktur in die Schulen gebracht werden. Das Zweite, die verbindliche, immer geforderte verbindliche Festlegung in den Kerncurricula. Auch da sehen wir, dass das mit der Kernkompetenz relativ schwierig ist und die empirische Bildungsforschung tut sich ja schwer damit, diese Kompetenz überhaupt richtig zu messen. Und dann, man kann sie ja reinschreiben, wie wird sie überprüft? Wir haben mal untersucht, wie in den Schulqualitätsmanagementsystemen der Bundesländer, also manchen heißt das Inspektionen, manchen heißt es Qualitätsaudits, die heißen immer ein bisschen anders, ob dort Bezug genommen wird auf die Überprüfung von digitalen Medien. Gar nicht. Wer überprüft das? Inspektorinnen und Inspektoren. Was können die? Sehr viel, glaube ich, aber kommen aus einer Generation, wo sie wahrscheinlich mit digitalen Medien und ihrer Integration im Unterricht relativ wenig zu tun haben. Und last but not least, Transformation der Lehrerbildung, auch hier wieder. Es ist in einem Land wie Bremen super einfach, da bestimmt die Ministerin einfach, was die Uni macht. Wir sind nämlich die einzige Universität in der Lehrerbildung. In Nordrhein-Westfalen müssen Sie sich mit 25, ich weiß nicht genau, wie viele lehrerbildende Institutionen es gibt, 25 Universitäten abstimmen. Ich bin derzeit Konrektor für Forschung der Universität Bremen und ich wüsste die Antwort auf meine Ministerin, ich würde sagen, klar machen wir das, 3 neue Professuren. Und schon sind wir wieder bei der nächsten Lücke. Dritte Lücke. Zwischen der Region, nenne ich es jetzt mal, weil Schulträger, Kommune auch sehr komplex ist. Wir haben irgendwas von 15.000 Kommunen, die sind aber unterschiedlich zuständig für die Schulen in Deutschland. Also habe ich es jetzt mal Region genannt, vom Förderprogramm, also von der einmaligen Aktivität hin zum Medienentwicklungsplan, also zu einem kommunalen Medienentwicklungsplan. Es braucht eine verlässliche Grundlage, das haben wir in vielen Städten, mit denen wir zusammengearbeitet haben, gesehen. Selbst auf niedrigem Niveau, so ein bisschen ähnlich wie bei den Medienkonzepten in den Schulen, lieber auf niedrigem Niveau verlässlich, als punktuell, sporadisch und politisch sagen, genutzt, um sich mal mit Tablets oder anderen schönen Endgeräten vor lachenden Schülerinnen und Schülern zu zeigen. Das heißt also, sowohl der Medienentwicklungsplan der Kommune als auch das Landeskonzept als auch das Medienkonzept der Schule müssen ja irgendwie miteinander zusammenhängen und können ein solches Streuungsinstrument sein. Die Ergebnisse haben ja gezeigt, dass es durchaus nachgefragt wird. Die Medienzentren, in manchen Bundesländern heißen sie noch Bildstellen, das kennen Sie, so die alten Bildstellen hat man sich Rollen abgeholt. Die haben eine ganz wesentliche Bedeutung, weil sie das Scharnier sind zwischen Land und Kommune, zumindest in den meisten Medienzentrensgesetzen der Bundesländer. Das ist natürlich auch nicht bei 16 gleichermaßen so. Und es gibt nicht in jedem Bundesland ein Landesmedienzentrum. Aber die kommunalen Medienzentren, ganz wichtiger Player, weil sie genau an dieser Schnittstelle sitzen. Und last but not least, je mehr die Durchdringung durch IT stattfindet, und das ist jetzt nichts Neues aus meiner Promotion von vor 16 Jahren, sondern professionelles IT-Management kennen natürlich Unternehmen, KMUs und so weiter, auch Behörden machen das sehr gut, professionelles IT-Management, nur in Schulen haben wir gesehen, wie viele Lehrkräfte müssen sich sozusagen um die IT kümmern. Das ist nicht professionell. Lehrkräfte sind dafür nicht ausgebildet, sie sind dafür zu teuer und haben eigentlich eine andere Aufgabe. Und insofern ist die Frage, wie man Ausfallsicherheit, und wir werden dazu kommen, wenn die erste Abitursprüfung auch mit digitalen Endgeräten stattfindet, in den beruflichen Schulen haben wir das schon, und das Netz schmiert ab, dann brauchen wir irgendeine verlässliche Struktur. Das ist ein anspruchsvolles Feld, deswegen jeder Euro, ein Euro an Folgekosten. Viertes Feld, Schulen oder vierte Lücke, Schulen und ihre Kollegien. Vom Einzelkampf zur Schulentwicklung. Die Besonderheit der deutschen Lehrkraft ist es nach wie vor, zeigen Studien, dass sie vornehmlich als Einzelkämpferin ausgebildet wird. So machen das die Universitäten. Sie bilden natürlich auch Individuen aus und unterrichten so, dass es nicht in Gruppe ist. Supervision ist eher selten. Und insofern ist dieser Einzelkampf, findet damit dadurch statt, dass sie die Tür zumachen, also auch Schwellenpädagogik genannt. Also wenn ich über die Schwelle trete, ist wie bei Professoren, überlege ich mir, was ich gerade im Unterricht mache. Und es kommt ja auch niemand sonst rein. Also insofern die Frage, wie kann man eben schulische Medienkonzepte konkret umsetzen? Wir haben ja kein Erkenntnisproblem. Die Medienkonzepte, ich glaube, das erste Medienkonzept, was wir geschrieben haben für die Stadt München, ist von 1997. Also es ist überhaupt nichts Neues, aber die Umsetzung, konkrete Umsetzung in Handlungen ist erforderlich. Zum Zweiten Entlastung der Lehrkräfte von Supportaufgaben. Und zwar, das ist technischer Support ist eine komplexe Angelegenheit. Das ist nicht mal so mit einem Techniker gemacht, sondern da gibt es ja ganze professionelle IT-Management-Systeme, die dahinter stecken. Und ein Thema ist Standardisierung. Und Standardisierung prallt hier auf Autonomie einzeln handelnder Lehrkräfte.
Und das ist auch nach wie vor so, dass man mit Standardisierung immer erhebliche Probleme hat. Sie kennen das sicherlich auch aus Ihren, also wenn Sie in Dienststellen sind, erst recht, aber auch in Unternehmen. Und Bring Your Own Device macht eigentlich vor allen Dingen Unternehmenssicherheitsleute eher Angst. In Schulen ist das nochmal eine ganz besondere Herausforderung. Und die Frage, warum kooperieren Lehrkräfte eigentlich so wenig? Die Lösung, die dann oft platziert wird, ist technisch. Wir bauen ein E-Learning-System, ein Wissensmanagement-System und sobald das passiert, kooperieren Lehrkräfte. Das wäre das erste Mal in der Geschichte, dass eine Technik eine Organisation so verändert. Das geht andersrum. Wenn Lehrkräfte kooperieren, weil sie es für sinnvoll halten, werden sie mit Liebe ein Kooperationssystem und eine E-Learning-Plattform nutzen, so wie sie vorher ihre Ordner getauscht haben. Wenn das keine Schulkultur ist, keine Kollegiumskultur, wird das auch nicht mit digitalen Medien passieren. Und die Frage ist ja, was ist die beliebteste Lern- und Organisationsplattform von Lehrkräften? Facebook. Fünfte Lücke, zwischen den Lehrkräften und ihren Schülerinnen und Schülern. Oder von der Käseglocke zur aktivierenden Medienarbeit. Mein Kollege Stefan Auffenanger aus Mainz hat immer die Medienbildung in Schulen mit einer Käseglocke verglichen. Das finde ich eine wunderbare Metapher, die wiederhole ich hier auch wieder. Credit gehen zu ihm. Also was macht man mit Medien in der Schule? Man gibt zwei Varianten. Entweder man packt eine Käseglocke drüber, draußen ist die böse Medienwelt und drinnen ist alles gut. Oder man impft mit so einer Spritze. Das ist so wie so ein Führerschein. Dann haben wir ein gutes Gewissen, dass alle Bescheid wissen und geimpft sind gegen den Virus Medien. Das heißt also, diese Medienwelt der Schülerinnen und Schüler ist zunächst erstmal inkompatibel mit der Medienwelt der Schule. Und das ist vielleicht auch gar nicht schlecht so. Ich möchte nicht mit meinen Studierenden auf Facebook befreundet sein. Egal, wie ich Freundschaft nenne. Und ich weiß, dass Schülerinnen und Schüler in unseren Untersuchungen immer wieder sagen, das ist anbiedernd, wenn meine Lehrkraft sich mit mir auf Facebook befreundet. Also insofern ist Inkompatibilität der Medienwelten jetzt nicht was Besonderes. Ich wollte immer Comics lesen, mein Deutschlehrer nicht. Also auch das ist jetzt kein neues Phänomen. Die Frage ist nur, wie ist eine Lebensweltorientierung von Lehrkräften grundlegend zu verändern? Und das ist ein grundlegender Prozess, der geht nicht durch irgendeine Art von digitalem Instrument. Das Zweite, es gibt keine Studien, die nachweisen, dass der Einsatz digitaler Medien grundsätzlich zu besseren Lernen führt und Lernergebnissen. Es gibt sie nicht. Es gibt extrem ambivalente Ergebnisse. Sie finden Studien, die sagen, unter ein Mathematikprogramm unter dieser besonderen Kondition, in dieser besonderen Schule, mit dieser besonderen Kontrollgruppe in der Klasse 9 führt bei Schülern, die neu in der Mathematik sind, zu höheren Lernleistungen und bei Mädchen, die lange drin sind, eher zu geringeren, beispielsweise und so weiter. Sie finden sehr, sehr viele Studien dazu. Sie finden kein eindeutiges Bild, das heißt eine Zuordnung, die mein damaliger Bildungssenator Willy Lemke wollte, unbedingt, dass Bremen vom PISA-Schlusslicht zurücktritt und hat deswegen 2000 ganz viel in IT investiert. Und sein Wunsch war, wenn wir mehr investieren, sind wir am Ende auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Das ist naiv. Das wird so nicht funktionieren. Diese Frage von Mehrwert müssen Sie aber nicht nur Lehrkräften erklären, und ich glaube, wir haben eine Menge, vielleicht kriegen wir auf dem Podium auch noch mal eine Menge Beispiele dafür, aber Sie müssen diesen Mehrwert erklären. Warum sollten sonst Lehrkräfte ihre Gewohnheiten verändern und ihre Distanz in bestimmten Stellen aufheben? Warum sollten Sie das tun? Das machen Sie ja auch nicht in Ihrem privaten Umfeld oder in Ihrem dienstlichen, wenn Sie den Mehrwert nicht erkennen. Das heißt, wir müssen Mehrwert vermitteln, und das ist gar nicht so einfach, diese Überzeugungsarbeit zu leisten. Mit guten Beispielen alleine wird es nicht getan sein. Das heißt, auch nicht mit mehr Studien. Ich glaube, die führen uns da weniger zum Erfolg. Was sehr wohl zum Erfolg führt, sind Schulen, die sich ein schulinternes Curriculum machen. Ist aber auch nicht wirklich spektakulär. Also wie die Ergebnisse, wenn Schulen ein Medienkonzept machen, beschäftigen sie sich mehr mit Medien. Na, ist ja ein prima Ergebnis, hätte ich nicht gedacht. Und genauso gilt das für schulinterne Curricula. Wenn Schulen sich mit ihrem eigenen Curriculum sehr intensiv beschäftigen, das tun Schulen, und dann bauen sie Medien in den unterschiedlichen Fächern, meistens in einer ziemlich intelligenten Art und Weise ein. Also insofern besteht die Möglichkeit eben durch diese schulinterne Entwicklungsprozesse sehr viel zu tun. Aber, und das ist mein Fazit, langer Atem, langer Weg. Es ist nichts huschi-huschi. Wenn Sie zurückdenken, 1995 war Schulen ans Netz. Da hieß es, ein
Ein Sturm geht durch die Republik und durch die deutschen Schulen. Ich habe immer gefragt, Sturm ist ja ein interessanter Bild, was ist das Bild der Verwüstung nach dem Sturm? Das hatten wir in den Kommunen. Ist es vielleicht nur ein Sturm im Wasserglas? Und dann kam die damalige Bundesministerin, Sie werden sich vielleicht erinnern, Laptops für alle. Das war die Forderung, das ist 20 Jahre, vielleicht ein bisschen weniger her. Schule verändert sich langsam. Schule gehört zu konservativen Organisationen. Und das ist wahrscheinlich auch gut so. Die Organisationssoziologie vergleicht die Schulen eigentlich mit zwei anderen Institutionen, sind ähnlich beharrlich in ihrer Formal- und Aktivitätsstruktur wie Gefängnisse und die katholische Kirche. Und insofern, das ist das eine, es dauert lang. Das zweite ist, irgendwie, das sagen natürlich wir Wissenschaftler, sagen, alles hängt mit allem zusammen. Es hängt aber alles mit allem zusammen. Wenn Sie in der Lehrerfortbildung eine große Initiative starten, brauchen Sie das auch auf der Infrastrukturebene, Sie brauchen es beim Support. Wenn Sie neue Endgeräte WLANs in die Schulen bringen, dann heißt es sofort die Frage, wie werden die Lehrkräfte dafür fortgebildet, wie ist der Support, wo kommen die Inhalte her. Das heißt, die Dinge hängen miteinander zusammen und deswegen kann man nicht nur eins einfach hochheben. Und wir werden ständig dazulernen. Das haben wir ja von Herrn Kuckli gerade gehört, das ist sozusagen diese, ich habe den Anforderungs, wie war das nochmal, Überforderungs... Bewältigungskompetenz, genau, und so, das ist so. Die Ökonomen sagen, Medien sind Erfahrungsgüter. Das heißt, manche der Vorteile, aber auch Nachteile von Medien erkennen wir erst, wenn wir sie benutzen. Das ist so ein bisschen das Henne-Ei-Problem, was wir oftmals haben. Die Amerikaner schütten die Schulen voll mit Interactive Whiteboards und riesen Tablet-Projekts, in Los Angeles wieder zurückgefahren, wegen Korruption. In Großbritannien werden Sie keine Schule finden, wo nicht ein Interactive Whiteboard ist und kaum ein Klassenraum, wenn Sie die Lehrkräfte fragen, geht so. Erfahrungsgüter. Man muss eben damit umgehen. Insofern, und das ist mein Abschluss, ein wunderbares Bild, das ist die Umstellung in Schweden 67 auf den Rechtsverkehr. So funktioniert es nicht. Also an einem Tag alle angehalten und dann sind sie einfach auf einer anderen Straßenseite gefahren. So funktioniert der Umgang mit Disruption im deutschen Schulsystem ganz sicher nicht. Herzlichen Dank. Professor Breitag, nur eine ganz kurze Frage. Also ich befinde mich schon in diesem Überforderungszustand der Komplexität von Informationen. Diesen Vortrag, den wir gerade gehört und gesehen haben, bekommen wir den Open Source unter Umständen? Selbstverständlich. Bei Bedarf? Selbstverständlich. Wir klären gerade, ob das für alle Vortragenden gilt und dann könnten Sie bei entsprechendem Bedarf auch in den Genuss dieser Vorträge nachträglich kommen. Ich belasse es jetzt hier an der Stelle mal angesichts der fortgeschrittenen Zeit, würde Sie aber herzlich einladen, sich jederzeit einzumischen, ebenso wie Dr. Kuklik, wenn wir jetzt anfangen zu diskutieren und Sie denken, das soll alles ganz anders besprochen werden. Ja? Vielen herzlichen Dank für diesen Aufschlag. Danke.